Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Dr. Love, der Liebespirat. Spielt Tulip, das Knutsch-Adventure für die PlayStation 2. Was haben wir alles in diesem Spiel erlebt? Wir wurden runtergeworfen von Karussells. Wir haben eine Mitternachts-Shiatsu-Massage spendiert bekommen. Aber das ist noch gar nichts gegenüber dem, was uns bei diesem Spiel erwartet. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet, aber ich glaube, wir haben noch lange nicht alles gesehen. Mal Schwert weg, weil ich glaube, mit dem Schwert können wir nicht hier viel anstellen, sei denn, wir wollen damit nach Polen. Ja, wer kennt die Referenz? Wahrscheinlich nur alte Säcke, die erste früher gehört haben. Ja, wo sind wir eigentlich gerade in unserer Knutsch-Abfolge? Schmitzi ist Level 3, ein aufgeblasener Junge. Wir sind natürlich erstmal wieder von dem Heimathafen, von unserem Badezimmer, gehen wir aus los und wir unterhalten uns, glaube ich, erstmal mit unserem Papalein, um mal zu gucken, wo stehen wir gerade, was ist unser Begehr, was müssen wir machen. Wir haben ja immer noch wir müssen unseren Ruf wiederherstellen, nachdem die Polizei und alle denken dank der Zeitung, dass wir Verbrecher sind. Also, was passiert eigentlich, wenn ich nach Geld verlange von meinem Vater? Er ist mein Vater, ja? Also ich kann ja nicht, ich muss ja zur Schule auch wenn Schmitzi gar nichts davon macht, also geht ja gar nicht zur Schule, geht lieber rum und knutscht Leute, aber ich habe ja kein Geld, oder besser gesagt keine Zeit, um Geld zu verdienen. Deshalb, gib mir mal ein bisschen Geld erstmal, Papa. Wir sind arm, also haben wir sehr wenig Geld. Wenn du nach Hause kommst mit einem gebrochenen Herzen, werde ich dich wieder aufheitern. Geh raus und versuch dein Bestes heute. Ich krieg nicht mal Geld von Papa, nicht mal so ein oder zwei Zenny. Oh Mann. Hab einen schönen Tag, Schmitzi. Gut, viel Glück. Nee, das geht so nicht. Da müssen wir selber. Aber wir haben ja alles Geld für Zigaretten ausgegeben und die dann geraucht. Ach, okay, Schmitzi. Lies mal doch bitte in der Zeitung. Also, was ist denn die Top-Story nochmal? Ach, das hatten wir, ja, stimmt. Der Lehrer Dan Yamada, das war ja der Strommastenmann und der ist ja auf dem Hügel oder vor dem Hügel gewesen und dann weggelaufen. Ach ja, und stimmt ja, wir müssen, oder er könnte eventuell den Stein, der auf den Bahnschienen liegt, dann wegtreten. Wir müssen ihn finden. Was war nochmal mit der drittbesten Geschichte? Batayan, oh, was ist denn mit? Batayan wundert sich, ob er glücklicher wäre zu arbeiten oder sein Hobby. Also finde er ist sehr betrübt davon. Mensch, viel, viel Ärger. Wer war denn nochmal Batayan? Das habe ich komplett vergessen. Die haben auch alle so komische Namen da alle. Na gut, unser Begehr ist es erstmal natürlich den Dan Yamada zu finden. Der muss ja irgendwo hier herumfleuchen im besten Fall. Oder sich irgendwo versteckt haben. Vielleicht hier in der Röhre, weil Moment, da hatten wir ja, guck mal, Renate wohnt da nicht mehr, das ist hier ihr Hideout, ihr Versteck sozusagen, wenn sie nicht mehr zu Hause schlafen will. Aber, oh, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Da war ein Fernrohr. Da war ein Fernrohr hier. Da. Hallo Schmitzi. Oh nee, jetzt habe ich mit Renate gequatscht. Nee, mir geht's gut, Renate. Wollen wir nicht sagen, dass wir gerade sehr betrübt sind. Deine Reputation wird besser werden. Übrigens, was ist dein Glücklichkeitsgrad? Achso, ja. Nein, nicht der Glücklichkeitsgrad, sondern deine Happy Places. Die haben wir ja schon öfters mal durchgenommen. Ich wollte nicht mit Renate quatschen. Ich wollte mir diesen gottverdammten Spanner dort angucken. Da ist einer in der Röhre versteckt. Nee, so rede ich mit Renate. Verdammt, wie komme ich denn zu dem dahin? Ich gehe nochmal kurz, guck mal, wenn wir da unten an der Ecke, warte mal, da, seht ihr? Da ist ein Fernrohr drin, da ist ein Fernrohr. Aber da kommen wir nicht hin, im Moment. Gott verdammt nochmal. Was ist denn mit Dr. Dandy? Sag mir mal was, Dr. Dandy. Guten Morgen. Ach, du bist so früh auf. Hast du gut geschlafen? Ich habe es. Ich habe meine Medizin genommen. Ja, das sehen wir, wenn du deine Medizin nimmst, ne? Dann läufst du als Teufel mit einer Spritze rum nachts. Was? Die Zutaten? Ah, das ist ein Geheimnis. Ja, ist ein bisschen Lorbeer ist dabei, ein bisschen Schnittlauch und Diazepam. Das hilft immer am besten. Und macht die Soße auch lecker, wenn man Nudeln oder sowas macht. Okay, hier war der Hund. Wo könnte denn dieser Dan Yamada sein? Meint ihr, der läuft noch oder fleucht auf dem Spielplatz rum? Gucken wir mal kurz. Push it, please.
push it, push it. Oh, und wir hatten ja auch noch, also unser Kusskontingent müssen wir ja noch mal ein bisschen auffüllen. Ich glaube, zwei Leute fehlen uns noch für den nächsten Level. Und da hatten wir ja zwei gesehen. Ne? Der eine kommt dann Viertel nach zwei, glaube ich, kommt er raus aus seiner Hütte. Und ich meine, was müssen wir hier machen? Guck mal, hier sind lauter so Bahnhöfe eingezeichnet. Das ist Bahnhof Tokio. Das ist Bahnhof Shin Yokohama. Shin Osaka. Da Osaka, Nagoya. Kyoto, wo die Nintendo-Hauptquartiere sind, beispielsweise. Und hier lebt unser. Gucken wir noch mal rein, wann denn er dann noch mal rauskommt. Der war ja irgendwie, der ist uns ja gefolgt. Ne? Vielleicht gibt er uns ja einen Hinweis. Eventuell müssen wir die Bahnhöfe abgehen in einer gewissen Reihenfolge und können ihn dann knutschen, weil er dann sich freut. Ich weiß es nicht. Guck mal, er wohnt in Shin Kobe. Unser Zugfreund. Ist er also 20, fotografieren ist sein Hobby und er sagt, mit Freunden verreisen. Oh, Menschen sind nett, also mit uns verreisen, ja. Genießt das ganze Leben mit Zügen und Viertel nach 12. Okay, lass uns mal nachdenken. Also, mit Freunden verreisen. Na, wenn er. Oh, ich könnte mir auch vorstellen, wenn er dann rauskommt, dass er uns dann folgt und dass wir jedes einmal hier abgehen. Und dann mit ihm quatschen. Es ist ja gleich Viertel nach 12. Mal sehen. Wenn wir ein bisschen Wasser trinken, werden wir geheilt. Ich möchte in der Mülltonne nicht nachgucken, weil dann haben wir nur Pupi drin. Das kenne ich doch. Das kenne ich. Komm, Viertel nach 12. Das müssen wir einmal ausloten. Leute, warum muss man denn so viel arbeiten, um euch alle zu knutschen? Ich will doch nur einfach. Oh, da kommt er, da kommt er. Einfach nur ein bisschen. Da ist er so. Vorsichtig rangehen. Oh, da. Jetzt läuft er mit mir herum. Osaka. Habt ihr ihn gehört? Na, komm, komm mit. Was ist hier? Tokio, okay. Komm mit mir. Okay. Nagoya. Okay. Shinkobe, ja. Und er geht wieder rein. Irgendwas muss mit diesem Rätsel es auf sich haben. Das müssen wir irgendwann vielleicht am nächsten Tag mal weiterrühren. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Er erzählt ja, wo wir gerade hingegangen sind, was wir machen konnten. Verdammt, ich habe das Gefühl, wir sind so kurz vor der Lösung dieses Problems. Ich will doch nur knutschen. Also, das muss ich auch mal ausprobieren, so bei der Ampel zu stehen. Mensch, Autos, haltet mal an. Lasst mich vorbei. Vor allem auch immer wieder die genau gleichen beiden Autos. Die vorbeifahren, immer und immer wieder. Ach ja, die Japaner. Das war eigentlich, hier konnten wir auch reingehen, ne? Vielleicht hat sich der Mr. Yamada hier irgendwo versteckt in einem der Häuser, obwohl der müsste ja nicht in allem reinpassen. Weil hier hatten wir ja die Instrumente. Aber so. Oh, was ist. Ist das ein Lied? Ups. Ah, der famous Song Island of Eternal Summer, die Insel des ewigen Sommers. Sommer, Sommer, heiße Insel, oh Urlaub, nimm mich dorthin, Aloha, oje. Ich bin auch ein bisschen berührt, muss ich jetzt sagen. So eine lyrische Meisterleistung habe ich seit dem Liebesbrief in Folge 2 oder 3 des Let's Plays hier nicht mehr gehört. Was war das? Ich liebe dich, Renate, ich liebe dich sehr. Gib mir das nächste Mal einen Kuss. In ewiger Liebe, dein Schmitzi. Mensch, lyrische Meisterleistung. Es müssen Plätze sein, wo es viel Platz gibt. Gottverdammt. Oh, und hier war, stimmt, hier war der Ninja, der nachher rauskommt. Aber der will, ja, hier waren die Hühnchen, die mich kaputt gepickt haben. Ah, wo könnte das denn alles sein? Wo könnte das denn sein? Ne, die weg, weg, weg. Michelle, haust mich wieder umsonst. Hey, was willst du von mir?
Ob wir hier vielleicht mal ins Kino gehen können und dann The Fat Woman schauen? Das wäre toll, ne? Und da ist er ja noch unser... Ich habe keinen Job, ich kann nicht singen. Es gibt keinen Platz für mich zum Sein in dieser Stadt. Haha. Aber trotzdem läuft er überall herum. Guck mal, der Stein liegt immer noch dort. Oh, Moment. Er hat einen Brief gefunden. Okay, dann lesen wir den mal. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Wow. Lieber Mr. Michio Suzuki. Ah, das ist unser Liebeslehrer unten. Bitte vergeben Sie mir dafür, dass ich Sie verlasse. Ich kann einfach nicht mehr ohne mein Gehalt leben. Goodbye, Mr. Suzuki, Dan Yamada. Verdammt, das war ein Abschiedsbrief. Da ist er ja. Er geht. Ah, die Schule zahlt mir nicht mein Gehalt. Sie interessieren sich nicht für mich. Suzuki, ich hasse Suzuki. Aha. Da ist er ja, der Michio. Mr. Suzuki. Mr. Yamada, tun Sie nichts Dummes. Es ist zu spät. Was? Ach, Elektrizitätsrechnung, Gas, Wasser. Diesen Morgen... Achso, nicht die Rechnung, aber diesen Morgen haben sie alles einfach eingestellt bei mir. Es ist alles ihre Schuld, Mr. Suzuki. Aber ich kann doch nichts dagegen tun. Ja, natürlich kannst du was dagegen tun. Zahl ihm das fucking Geld. Selbst ein Lehrer, also nicht, das ist jetzt nicht negativ, aber auch ein Lehrer braucht Strom zum Leben. Und Wasser. Ach, time to say goodbye. Aber ich habe mich entschieden, nicht zu sterben. Ich verlasse die Schule. Ich nehme das als meine Abschiedszahlung. Hm? Oh nein, das ist ja mein hochgeschätztes Liebesbriefset. Mr. Yamada, warum haben Sie angefangen, dreckig zu spielen hier? Ich bin nicht dreckig, das wird meine Abschiedszahlung sein. Sie Dieb, Yamada, geben Sie mir meinen Schatz wieder zurück. Nein, das ist meine Abschiedszahlung. Ey, diese Diskussion. Ich werde das verkaufen, um für mein zufriedenes oder für meinen friedvollen für meine friedvolle Rente zu sorgen. Also reicht es, dieses Letterset zu verkaufen, damit Mr. Yamada eine friedvolle Rente verbringt, oder was? Dieb. Hm? Ha! Perfekt! Bye-bye, Mr. Suzuki. Es kommt davon, dass er Fußball früher gespielt hat oder Soccer. Guck mal, Mr. Yamada läuft hinterher, aber sein Liebesbriefset kriegt er nicht mehr. Schmitzi! Ich hätte dich das Liebesbriefset benutzen lassen, aber Mr. Yamada hat's mitgenommen. Yamada ist in die Richtung des Tempels gelaufen. Fang ihn und nimm dir das Letterset wieder zurück. Verdammt nochmal, Yamada, du dreckiger Dieb. Welcher Tempel denn? Oh Gott. Okay. Ach, er hat einen Pinsel auf dem Kopf, womit er malen kann. Ich hoffe, Japanisch ist nicht so eingerostet wie meins. Mit eingerostet meine ich nicht existent. Was steht denn da? Alright. Guten Morgen, wach auf. Mensch, der kleine Schmitzi. Okay, dann Tempel, ne? Übrigens, Schmitzi, setz dich mal hin, bevor du losgehst. Da ist irgendetwas Neues in der Zeitung. Okay, ah, warte mal, jetzt wo der Stein weg ist, vielleicht ist unser Ruf geklärt. Der Zeitung nach ist der Vorfall mit dem Stein vorbei und die Züge fahren wieder. Aber das Liebesbriefset wurde gestohlen. Aus dem Haus von Michio Suzuki, 45 Jahre alt. So schön richtig der Stil von der Bild-Zeitung. Ne? Schön mal die Jahreszahl hinterher. Michio Suzuki, 45 Jahre, war das Opfer in einem skandalumwitterten Raub. Das Liebesbriefset. Der Bösewicht ist, oder der Schuldige ist Dan Yamada, 39 Jahre alt. Und sein Partner ist Schmitzi, ein Bewohner der Long Life Town. Wie bin ich denn da jetzt wieder reingeraten? Schon wieder Ärger. Unsere Familie wurde wieder falsch beschuldigt. Komm, schnapp dir wieder das Liebesbriefset.
Das ist der einzige Weg, um unsere Namen reinzuwaschen. Also irgendwie können wir reinwaschen, wie wir wollen, aber sauber werden wir nicht. Wir müssen das Mysterium des Briefsets dann lösen. Mensch, Mensch. Hab einen guten Tag, Schmitzi. Ja, ich erstmal abspeichern. Speichern ist gut. Ich möchte ja nicht wieder dann alles nochmal von vorne hier machen müssen. Mensch, gerade dachte ich, wir haben einen Vorfall gelöst. Habe ich jetzt gespeichert? Doch, ne? Ja. Einen Vorfall gelöst, aber es ist wieder die Kacke am Dampfen. Und damit meine ich nicht Pupi. Verdammtes Pupi. Alles deine Schuld. Und wir haben auch noch nicht mal einen geknutscht. Was soll denn das? Sag mal aus, Michelle, was ist denn hier los? Guten Morgen, Schmitzi. Wir müssen die Stadt sauber halten. Guck mal, da kommt wieder unsere Renate aus der Röhre raus. Und, oh Gott, tagsüber ist sie ja noch viel gruseliger als abends, die Michelle. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, die Züge fahren wieder. Vielleicht können wir jetzt einen Zug nehmen, der uns irgendwo hinbringt. Das wär's doch mal. Können wir mal eruieren. Und ich habe nicht vergessen, 11:45 natürlich auch noch der andere Typ, aber das behalten wir uns da auf, wenn wir alle anderen Möglichkeiten mal erschöpft haben. So, vorbei an der Fahrtwoman. Steht da Lemon? Yemen, nein. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? Oh, immer noch nicht besonders viel. Wir haben noch meine Karte, die wir für nichts benutzt haben. Und Pupi. Das kommt davon, ne? Einfach unser ganzes Geld für eine Zigarette ausgegeben, geraucht, Energie verloren. So ist er. Alter, was ist denn da passiert? Hallo? Gib mir mal ein Zugticket. Haha, wohin? Oh, nach WDT, nach SCF. Naja, wir können uns nur WDT leisten. Okay. Dann geben wir mal ein bisschen WDT. Haha, danke. Gott. Ist ein bisschen so Sprachausgabe, ein bisschen wie bei Animal Crossing anscheinend, ne? Dass man so richtige Sprachfetzen genommen hat und dann funktioniert es. Oh, der Zug zu dem Worldly Desire Tempel, dem Tempel der erdlichen Gelüste, fährt weg um 9.30 Uhr. Zeig mir dein Ticket, wenn du fahren willst. Okay. Ah, nein, nein, nein! Oh. Hier, mein Ticket. Oh nein! Warum? Das HVV ist nicht besser als das. Da fahren wir wohl morgen hin. Oh Gott, hoffentlich verfällt mein Ticket nicht. Nein. Was für ein Schwachsinn. Oh, da sind auch Jabo Hospital, kann ich anrufen. Julie's und den Cheapot. Die haben auch noch Telefonnummern hier. Turtle Bath. Okay, merken. Schnell zum Bahnhof hin. 9.30 Uhr. Eine falsche Menüeingabe war es, ne? Und da habe ich den fucking Zug verpasst. Ja, guck mich nicht so an. Er läuft ja wieder, um Zigaretten zu verkaufen, ne? Der Cookie Man hier. Bisschen aus wie so ein Keks. Dann gehe ich jetzt und knutsch noch ein, wenn ich das schaffe. Verdammte Scheiße, hier, Fahrtwoman, haha. Zumindest können wir, glaube ich, jetzt hier die gesamte Stadt besuchen. Oh, denkt ihr, wir sind immer noch Verbrecher? Guten Morgen. Was willst du denn? Ich möchte was abgeben. Schmitzi. Ist es deine erste Mal, das erste Mal, dass du was bei der Polizei abgibst? Oh, es ist wie ein gefunden und gesucht. Ja, wie heißt es nochmal? Lost and found auf Deutsch. Ein Fundbüro. Ah, wenn du Sachen wegschmeißt, werden sie hier abgegeben. Und du kannst zwischen 7 Uhr morgens und 7 Uhr abends dann aufnehmen. Ah gut, wenn man dann Sachen wegschmeißt, dann kann ich hier wiederfinden. Okay, now what did you need? Was hast du gefunden? Ich habe dieses Pupi gefunden. Und diese verwelkte Blume habe ich gefunden. Oh, und das ist wahrscheinlich wirklich so ein Lager, wo ich dann, weil ich nicht viele Items tragen kann, dass ich das dann verwende, um Sachen zu lagern wirklich, um dann mehr Items zu besitzen, als denn möglich sind. Ein Turtle Bath können wir auch nicht nehmen. Ah,
Weißt du, was ich mir vorstellen könnte mit dem Turtle Bath? Dass man. Oh, was ist das denn? Jump. Vielleicht auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, die Schildkröte, ne? Die wollte ja nicht mit uns reden, aber vielleicht, wenn wir vorher gebadet haben im Schildkrötenbad, da sind wir so schildig und krötig. Dass sich das dann gut ergibt. Unser vorzeitiges Ableben ist vielleicht aber auch ein guter Punkt, um diesen Teil abzuschließen von Dr. Love und Tulip, den Knutsche-Adventure auf der PlayStation 2. Wir kehren hoffentlich mit mehr Glück in der Liebe und auch im Spiel beim nächsten Part zurück. Ich war Ihr Dr. Love, ich sage ciao, ciao, bye, bye und küssen Sie Ihre Liebsten. Bis dann.